So, weiter geht's. Noch ein wenig. Allerdings kann ich schon mal ankündigen, ja, wir werden heute nicht ganz so lange machen. Habe ich gerade gemerkt, irgendwie geht's mir nicht so gut heute. Ja, und ich will das Glück ja nicht herausfordern. Ein bisschen noch. Ich weiß ja nicht. Ich würde auch, es geht jetzt. Je öfter ich das sehe, umso mehr gefällt mir nicht wirklich gefallen, aber es geht. Ja, es geht, es geht. Wirklich schön ist das nicht. Ja, die Seite hier stört mich. Da möchte ich doch ganz gerne noch etwas dran bauen. Ja, mal sehen. Irgendwie sind wir, ja, wir sind schon weitergekommen heute. Wir haben wenigstens den Turm fertig gekriegt, bekommen, auch fertig gebaut. Und haben schon ein wenig einsortiert. Oh. Aber hier kommt irgendwie gar nichts an. Aluminium ist aber dafür voll. Wenn das voll ist, ja, ach, dann schonen wir unsere Drohnen. Ich hatte jetzt gedacht, wenn das voll ist, dann können wir es doch eigentlich rüber in den Turm bringen. Aber dann fangen die Drohnen ja wieder von vorne an zu wirken. Och, hier ist auch so viel drin. Ja, Eisen fehlt nur noch. Wie sieht es hier mit Schwefel aus? Schwefel ist auch voll. Automatisch? Nein, das haben wir selber voll gemacht. Gut. Ach so, ja, richtig. Wir haben ja jetzt noch mal drei Drohnen mehr. Wie viele sind das überhaupt insgesamt? Noch viele. Vier passen noch rein, scheinbar. Dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Wenn das Ding voll ist, dann müssen wir noch eins bauen, vielleicht. Hier sieht man es doch, 21 Drohnen. 1 Drohne macht irgendwas. Ja, wir könnten die T2-Drohne ausprobieren. Die müsste dann ja. Erstmal ist die sehr, sehr teuer. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie dann vielleicht das Doppelte schafft. Naja, aber die müssen ja auch erstmal gebaut werden. Wer weiß, was die kosten. Vielleicht kosten die am Ende irgendetwas, was wir noch gar nicht haben. Also ich muss schon sagen, so der letzte. Naja, ich weiß ja nicht, ob Säugetiere jetzt das Letzte ist, aber ich vermute mal, dass danach nichts mehr kommt. Was sollte denn da noch kommen? Amphibien, Säugetiere, Fische haben wir. Vögel müssten ja eigentlich so als erstes kommen, oder?
Oder irgendwie mit den Amphibien zusammen. Naja, wir haben Schmetterlinge, das sind ja fast Vögel. Da werden ja auch fast gleich geschrieben. Ja, bis auf Warten fällt mir jetzt nicht viel ein, was wir machen könnten. Während wir warten, während wir warten, könnten wir nochmal etwas einsortieren. Oh Mann, nochmal das Ganze. Ja, dann bringen wir aber erstmal hier was in die Lagerhalle. Oh, das lassen wir hier, oder? Ja. Und dann gucken wir mal, was hätten wir denn gerne? Von der Eisenhütte etwas geholt? Zum Beispiel. Lagerhalle. Das ist ja blöd, wenn die Drohnen nur immer das Beste hier rausholen, also immer nur Eisen rausholen. Dann bleibt ja der andere Quatsch drin. Ja, und dann wird gar kein Eisen mehr gefördert, habe ich so den Eindruck. Irgendwann hört es dann auf. Die müssten ja ausgeglichen, wäre besser, wenn sie nicht nur vorrangig Eisen nehmen würden, sondern auch Kobalt und sowas. Also alles, alles, was gerade da ist. Eine ganze Menge Eisen noch. Hier da oben ist nichts. Gut. Ach, wenn wir hier Eisen haben, dann können wir ja gleich hier weiter ausbauen, ja? Das war doch diese Seite, oder? War das... Diese war das hier. Ja. Obsidian? Brauchen wir Obsidian? Ja, wir können mal gucken, was da sonst so noch drin ist. Oh, das ist ja schön. Na, prima. Okay, dann grapschen wir uns eben noch ein bisschen Eisen und stellen hier noch so ein paar... Oder einen Schrank wenigstens noch auf. Oh, hier stehen doch auch noch welche.
Ach, hier waren wir doch gerade. Uranomat. Uran, Uran, Uran. Oh, schön grün hier. So. Wow. Oh, da kann man noch durchlaufen. Noch witzig. Oha. Ja, so ziemlich alles voll. Oh.
So viel Magnesium. Na okay, bringen wir das mal weg. Magnesium. Wobei es natürlich sein kann, dass wir einen Schrank dort noch aufbauen müssen. Eisen hätten wir ja hier jede Menge. Okay. Nicht doch. Das mit und dann geht's zum Magnesium. Magnesium. Titan. Oh, noch mehr Magnesium. Und noch mehr Magnesium. Oh, Titan, aber wir gucken mal, vielleicht ist hier noch irgendwo Magnesium versteckt. Ja. Wenn man das Zeug verkaufen könnte. Das wäre doch nicht schlecht. Nee, dann müssen wir Titan hier lassen. Boah, hier ist auch so viel Magnesium drin. Und wir haben wieder Durst. Okay.
Wie sieht es denn mit Honig aus? Oh, gut. Also könnte doch hier wieder ein bisschen Essen hergestellt werden. Ja. Die Bohnen haben wir ja. Ja, genau. Bohnen haben wir da. So, was nehmen wir jetzt? Das nächste. Titan, würde ich sagen. Ja, sage ich auch. Oh. Das darf doch nicht sein. Wieso haben wir denn so viel? Oh Mann. So viel Zeug, mit dem wir nichts anfangen können. Was haben wir jetzt noch? Ein Titan. Es müsste irgendetwas geben, was wir da noch mit dem ganzen Müll hier machen können. Aber vielleicht kommt ja auch irgendwas. Uran können wir wegbringen. Silizium, mal gucken. Ach, Titan, ja. Dann doch eher Titan als Silizium. Wenn es geht. Oi. Jede Menge Titan. Da werden wir nochmal zwei Schränke aufbauen dürfen. Okay. Schränke aufbauen ist ja nicht das Problem. Oh, hier haben wir auch nochmal Magnesium. Na, schön. Uran. Ah, das ist doch was, ja. Titan. Nee, alles voll. Da ist alles voll. Alles voll, 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 voll. So. Stellen wir mal gleich ein paar mehr Schränke. Ja, das wäre sehr hilfreich, wenn da die Schränke, wenn sie voll sind, wenn da irgendein Symbol dran wäre, dass sie voll sind. Ach Gottchen, jetzt haben wir noch ein bisschen Kobalt, aber das lohnt jetzt nicht für die paar Teile runter.
nach. Das lassen wir mal schön hier drin erstmal. Die waren leer, ja? Ja. Ach, geht doch schnell. So, Silizium ist das. Silizium kommt später dran. So. Da bin ich aber auch froh, dass unsere ganzen Gerätschaften intakt bleiben, wenn so etwas passiert und die Meteoriten hier runterkommen. Am Anfang dachte ich so, oh nein, da geht bestimmt alles kaputt. Ich wollte schon in der Höhle bauen. Ja, Magnesium können wir auch noch wegbringen eben. Und Magnesium. Ups. Das darf doch nicht sein, das ist ja schon wieder alles voll. Sollen wir Silizium jetzt wegbringen oder haben wir noch irgendetwas anderes? Hier wäre noch ein bisschen Eisen. Obsidian können wir auch wegbringen. Ja, Silizium. Da bringen wir erstmal Silizium weg. Titan haben wir auch noch, ja. Oh, da war doch Silizium.
Und natürlich trinken nicht vergessen. Och, wie kommt das denn? Wie kann das denn sein, dass Eisen jetzt alles voll ist? Und Titan? Und Alu auch? Denn wir haben doch Eisen erst vor kurzem geguckt. Da war doch nichts. So viel Stickstoffkartuschen haben wir da. Ach Quatsch. Wir nehmen doch den Teleporter, um raufzukommen. Ja, Silizium steht auf dem Plan, ja. Silizium. Superlegierung vielleicht. Eieiei. Ja. Was haben wir jetzt alles? Obsidian haben wir auch und Silizium und dann die Superlegierung. Uran haben wir nicht. Titan haben wir nicht. Superlegierung haben wir. Und Silizium. Ja, Kobalt. Uiuiui. Ja, so richtig verstehe ich das nicht mit dem ganzen Zeug, das immer mehr wird, dass wir da nichts Vernünftiges draus bauen können. Oder könnten wir? Ja, einige Sachen haben wir ja zusammengefasst. Das geht ja wenigstens schon mal. Das werden wir doch nie im Leben, werden wir das alles noch gebrauchen können hier.
so. Da müsste noch was sein. Ja, da ist auch noch was. Irgendwo war noch ein bisschen was das. Na gut, wir könnten so zum Beispiel das ganze Koboldzeug, das könnten wir ja umwandeln in Sauerstoff. Aber was machen wir dann mit dem ganzen Sauerstoff? Das brauchen wir auch alles nicht mehr. Man müsste noch irgendwie... Ja, okay, man kann hier eine riesen Basis bauen, alles zubauen. Naja, dafür braucht man ja Eisen und Titan. Ja, okay, wenn man viel Glas verwendet, dann braucht man auch Kobalt dafür. Na was? Im Moment sind es die Amphibien, die wir bräuchten. Dafür brauchen wir überhaupt gar keinen Baustoff hier. Nur Dünger. Die gemeine Larve und, naja, okay, Wasser. Hier ist so viel Glas in diesem Aquarium. Da könnte man doch eigentlich, dachte ich, gut Kobalt reinstecken. Ja, aber wenn das auch noch wäre, das wäre dann auch zu viel. Maschinenoptimiere. Naja, da fehlt ja dann irgendwie die Sicherung dafür, wenn wir das Ding aufbauen. Wofür brauchen wir denn das ganze Silizium und Magnesium und so ein Scheiß? Sollten wir das nicht vielleicht besser wegwerfen? Aber dann liegt's darum. Ich weiß ja nicht, ob sich das auflöst mit der Zeit. Ich glaube irgendwie nicht. Ein paar Sachen vielleicht ja. Ach, Silizium. Da können wir Zäune bauen ohne Ende. Schon mal für die Säugetiere vielleicht. So viele Abfallprodukte hier. Das ist das alles an Kobalt. Jetzt dann haben wir nichts mehr. Ach, da lohnt es sich ja gar nicht runterzufahren. Wir lassen das mal hier so drin. Und oder Moment. Wir bringen das zum Veteranenfriedhof. So.
Oh, wir bekommen bald etwas freigeschaltet hier. Den Erzextraktor, ja. Wollen wir mal sehen, ob wir das noch schaffen heute. Ich bin ja schon neugierig. Ich wäre neugierig auf die Säugetiere. Ich kann mir darunter auch gar nichts vorstellen. Man sieht ja, hier hat man ja den Frosch, den sieht man ja. Aber hier sieht man doch nur einen Stern, oder war der Frosch vorher auch ein Stern, bevor der freigeschaltet wurde? Was machen wir jetzt? Oh, da fällt mir gerade ein. Wir könnten ja auch hier was auseinandernehmen. Irgendein Zeug hier reinschmeißen, aber was bekommen wir dann raus? Oder in die Schreddermaschine irgendwas? Zeolithgrube, waren wir da schon? Osmiumloch. Super Legierungshöhle. Ach, hier haben wir erst freigemacht. Thank you.
fehlt noch Schwefelheim, ja. Na, hier ist jede Menge zu holen. Wow, so viel Schwefel. Da haben wir ihn. Der Extraktor 3. Na gut, dafür brauchen wir immerhin ein bisschen Titan. Sollen wir das nicht gleich mal mitnehmen und so ein Teil aufbauen, da beim Schwefel? Ich denke schon. Iridium sollten wir haben. Wir sollten alles haben. Eigentlich ja. Ja, ja. Vielleicht müssen wir die Superlegierungsstäbe, die müssen wir vielleicht noch herstellen.
Iridium, Stäbe und Titan. Oh, toll. Hier wird nur Schwefel abgebaut. Ja, das ist schön. Ach, hier sieht man das. Das hatte ich vorhin gesucht. Doch, sowas haben wir doch noch gar nicht gefunden. Blasarquarz oder Magnet. Magnetarquarz oder Quasarquarz. Sonnenquarz. Da passiert ja noch so einiges hier. So. Ah, haben wir freigegeben, okay. Also wir werden auf jeden Fall Eisen brauchen für alles Mögliche. Ach, na klar. Eine Drohne will sich hier Titan rausholen, okay. Ich frage mich nur, wo sie damit hin will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Titanschrank für die Drohne, dass der voll ist.
Da ist ja alles voll. Also mit den T3-Extraktoren muss ich sagen, da wird das ja dann jetzt nicht mehr passieren. Da wird ja, ja die ganze Geschichte hier mit dem Lagerhaus wird ja wahrscheinlich dann überflüssig sein sogar. Was nehmen wir denn jetzt zuerst? Das erste hier oben ist Titan. Ne, Uran, aber das Uran haben wir sowieso nicht. Oh, Titan. Ja, da dürfen wir zweimal laufen, wenigstens. Oh, echt jetzt? Ach, gut. Ich dachte schon, dass wir jetzt restlos voll. Nix. Gut. Ach was. Haben wir doch alles schon. Ja gut. Na, das ist ja mal wieder herrlich. Alles voll. Ja, prima. Ich hoffe, wir haben irgendwo Eisen mit drin. Die waren ja leer. Da ist Eisen. Und wir haben wieder Durst. Ja.
Na schön. Silizium kriegen wir also diesmal weg. Doch erstmal sollten wir was trinken. Nehmen mal ein Stück Eisen noch mit. Und dann können wir noch einen Schrank bauen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Das ist wirklich heftig. Aber jetzt so mit den neuen Extraktoren haben wir ja wahrscheinlich dann kein Problem mehr. Wenn die so gut funktionieren, wie beschrieben. Also Schwefel nehmen wir mal mit. Wow, so viel Schwefel. Ja, da freue ich mich doch. Oh, Moment mal. Wo war denn Schwefel nochmal hier? Achso, dann nehmen wir lieber ein bisschen Eisen mit, vorsichtshalber. Oh, das ist ja richtig viel Schwefel hier überall. Naja, und wie üblich auch das andere Zeugs. Oi. Das ist ja ein Ding. Das hätten wir ja fast übersehen hier. Sollen wir jetzt für das bisschen Kobalt nach ganz unten? Ach ja. Oh. Ganz unten war eine Etage tiefer.
So, dann haben wir Titan noch. Och. Na, das ist ja schön mit dem Schwefel. Was hatten wir jetzt? Magnesium dabei und auch nochmal Schwefel. Superlegierung noch nicht. Können wir denn jetzt schon... Achso, Superlegierung haben wir noch da. Hier auch. Oh, noch mehr Magnesium. Na gut. Ach. Ich denke, wir können hier ruhig schon etwas Kobalt mitnehmen. So. Hatten wir nicht Superlegierung? Ja. Silizium nicht. Schwefel auch nicht mehr. Ach was. Immer noch alles voll. Die sind ja leer, die beiden. Ja. Ja.
das war's, glaube ich. Ja, ich denke, dann war's das auch für heute. Mehr können wir jetzt wohl hier auch nicht anrichten. Jupp. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen Dank für das Mitmachen hier im Chat und danke an die Moderation und für euer Mitmachen im Chat auf dem YouTube-Kanal. Danke, danke für die Spenden nochmal. Vielen lieben Dank. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.